Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima 7 Teil 2. Silver Seed, das Add-on. Wir sind hier erstmal fertig und müssen jetzt an diesen Ring und vor allem an den Orb rankommen. Und dazu gehen wir aber erst einmal zurück. Diese ganzen Dinger können wir außen vor lassen. Hier mussten wir, glaube ich, rumgehen, genau. Also wir gehen jetzt nochmal direkt an den Eingang. Waren hier nicht auch noch irgendwo eine Falle oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Ah ne, die kam, glaube ich, noch. Erstmal erledigen wir den hier. Erstmal den hier erledigen, bitte. Leute? Hallo? Dankeschön. Und jetzt geht's hier wieder hoch. Da war irgendwo war das so eine Feuerfalle. Ah ja, da war sie. Okay, wir sind aber drumherum gekommen. Das ist schon mal gut. Dann heißt es hierher, hierher. Und jetzt müssen wir hier wieder an den Dingern vorbei. Aua. Und an den... Ach, Schande über mich. Kann man das nicht besser hinkriegen? Warte mal. Ich probiere es nochmal. Ich habe ja hier gespeichert. Das war schon mal schlecht, wenn wir schnell sind. Ja, nee, das passt auch nicht so richtig. Okay, an den ersten sind wir vorbei. Es sieht auf jeden Fall schon mal besser aus als vorhin. Ja, doch. Das sieht um einiges besser aus als vorhin. So, jetzt aber erstmal wieder die hier erledigen. So. Müssen wir die eigentlich noch plündern? Nö, nö, eigentlich nicht. So viele wichtige Sachen haben die ja nicht drin. Na gut. Jetzt geht's hier an den vorbei. Hier auch runter. Und jetzt sind wir ja wieder hier am Eingang. So, hier speichern wir. Dann geht's hier weiter. Und zwar auch durch eine geheime Tür wieder durch. Also so eine geheime Wand durch. Und was haben wir da? Ein Buch? Was ist denn das? Oh je, das lese ich jetzt nicht. Wer will, der soll einfach auf pausieren. Ach, das sind die ganzen Dings. Wer das Ganze komplett lesen will, das sollte einfach pausieren. Hier werden, glaube ich, ein paar Fallen von dem hier beschrieben. Naja, gut. So, hier gehen wir... Hierher und da gehen wir wieder runter. Oh, Moment mal. War da nicht irgendwas gewesen? Ach, das waren nur diese Automaten. So, gut. Jetzt muss ich mal schauen, wie es hier weitergegangen ist. Ich habe gespeichert. Ja, ich habe gespeichert. Dann gehen wir hier lang. Oh, ein Buch. Ja, aber das ist ruiniert und ein Dings, das brauchen wir auch nicht. Hier sind ein paar Gegner, hätte ich gesagt. Lass uns mal die Gegner erledigen. Ja, Iolo hat ein Schild. Ach, warum haben wir denn eigentlich nicht ein anderes Schild gegeben? Die haben alle nicht wirklich was dabei, oder? Nee. Hier war auch nichts drin. Hier war nichts drin. Auch nichts. Nee, da ist nirgends was. Naja, gut. Was ist mit denen hier allen? Nö, da ist überall nichts drin. Nun gut, dann gehen wir hier weiter. Hier auch runter. Das da gefällt mir jetzt überhaupt nicht, was da liegt. Ach, das sind Goldmünzen. Sollen wir die aufnehmen? Ja, die lassen wir mal liegen. Das sind ja eh nicht so viel. So.
Wir wollen nämlich eigentlich genau hierher gehen. In diese Fallendings. Nee, das ist nicht gut. In diese Fallengrube hier. Ich weiß gar nicht. Da müssten wir wahrscheinlich hier rangehen. Und hier gibt es so schöne Sachen. Wie zum Beispiel neues Zeug, das wir später verkaufen können. Oh, das passt nicht mehr. Schade, dann kommt es halt hier rein. Oh, was ist denn das für ein Helm? Oi, ein magischer Helm. Okay, also unser Avatar und Dupré sind ja jetzt hier schon... Dings. Yolo hat schon einen guten Helm. Dann haben wir nur noch eigentlich Shamino. Dann kriegt Shamino diesen Helm hier. Das heißt, der hier kommt weg und der Helm kommt hin. Perfekt, cool. Einen magischen Bogen. Das hier. Das hier. Das Ding lassen wir jetzt nicht da. Was ist denn das hier? Das sind magische Pfeile. Nee, ich tue auch den Bogen wahrscheinlich, wenn wir wieder zurück in den Serpent Isle sind, wieder zurück, weil das bringt es auch nicht wirklich. Ich benutze Fernkampf eigentlich so gut wie gar nicht. So, auf jeden Fall haben wir hier noch einen Orb. Das ist ja genau das, was wir eigentlich schon die ganze Zeit gesucht haben. So, halt, du bleibst hier. So, dann haben wir jetzt den dritten Orb. Perfekt. Gut, dann muss ich mal schauen, wie es weitergeht auf unserer Karte. Ich glaube nämlich... Ja, genau. Jetzt müssen wir nämlich hier hochgehen wieder. An diesen Fallendingern vorbei. Okay. Irgendwie haben wir es auch geschafft. Dann geht's hier lang. Wir müssen gerade das... Und da hört's auf. Na ja, gut. Ich hoffe, jetzt kommt hier keine große Falle. Oh, was ist das? Uiuiuiui. Ja, hier gibt's viele, viele... Fallen. Aber machen wir mal den hier weg und den hier ran. Ich glaube, der ist nämlich auf jeden Fall besser. Und ich glaube, hier müssen wir sogar nach Norden gehen. Hier durch eine unsichtbare Wand durch. So, perfekt. Und hier können wir weiter gleich nach Norden gehen und... Schleime. Dann erledige ich mal die Schleime hier. Meine Kampfgefährten. Perfekt. Dann geht's hierher. Hat der was bei sich? Das können wir schon schauen. Nein. Und auf diese Richtung, da müsste jetzt wieder eine Dings kommen. Eine, wie heißt's? Eine Treppe nach oben. Jetzt gehen wir hier hoch und dann haben wir gleich mal... Ach, Yolo. Das gefällt mir jetzt gerade gar nicht. Nicht Yolo, Dupré meine ich natürlich. Könnt ihr den hier machen, bevor er wieder aufsteht? Danke. So. Muss ich mal schauen, wie geht es denn hier eigentlich weiter? Ich glaube, wir müssen auch da lang gehen. Das heißt, wir machen jetzt erstmal die ganzen Automaten fertig. So, jetzt muss ich mal ganz kurz auf meine schlaue Karte schauen. Wir müssen nach Süden gehen. Alles klar. Das heißt, wir gehen jetzt hier lang. Ich speichere hier nochmal. Oh. Ob da irgendwas Gescheites drin ist. Ja, wir kommen auf jeden Fall nicht hin. Von hier aus jedenfalls nicht. So, dann lasst uns mal die hier noch erledigen. Perfekt. Dann schau mal hier. Das ist, haben die was? Ne, die haben nichts. Hier haben wir wieder eine geheime Wand. Kann man ja schon fast schon erkennen. Und hier ein Einsturz. Und hier sieht man es auch schon rausschimmern. Wenn ich mal die hier zur Seite lege. Ha. Da ist er ja auch schon.
Der Ring auf Reagenz. Und den will ich mir auf jeden Fall mal einstecken. Jetzt ist die Frage. Kann ich den eigentlich ansehen? Ist er jetzt angezogen? Ja. Und kann ich die auch drüber ziehen? Nee, anscheinend nicht. Wo ist es denn hin? Wie ist es hin? Na doch, guck mal. Es geht anscheinend. Es geht. Ich kann Ring und Dings ansehen. Das ging, glaube ich, im ersten Teil noch nicht. Weil wenn ich das ausziehe, ist der Ring immer noch da drin. Ring auf Reagenz. Und zack, zack, zack. Passt anscheinend. Boah, genial. Der Ring der Reagenzien, das haben wir ja schon jetzt erfahren in der Folge, der macht eine ziemlich coole Sache. Und zwar brauchen wir, im Moment bringt es uns nichts, aber wenn wir wieder unser Zauberbuch haben, dann brauchen wir nämlich keine Reagenzien mehr, um zu zaubern. Das geht nur noch auf unser Mana und das finde ich ziemlich genial. Vor allem unser Mana, unsere Intelligenz, okay, Magic ist auf 29, das heißt, es ist ziemlich hoch. Unser Mana heißt das, es müsste ziemlich hoch sein. Nur unsere Intelligenz, die könnte man vielleicht noch ein bisschen steigern. Was hier auch bei der Magierin, wo hier im Deathwatch ist, trainiert werden kann. Aber das finde ich doch schon mal gut. Also wir haben schon mal ziemlich hohe Sachen für Zauberei. Das ist gut, das heißt, hier sind wir fertig. Und jetzt können wir eigentlich wieder zurückgehen. Müssen wir nur wieder den Weg zurückfinden. Am besten ohne zu sterben. Und dann sollten wir uns wahrscheinlich nochmal heilen lassen. Weil, ganz ehrlich, im Moment sieht das Ganze doch wieder mal nicht ganz so toll aus. Gerade für Dupré. Und da wir keine Heiltränke mehr haben und auch kein Zauberbuch, mit dem wir zaubern können. Wenn ihr versteht, was ich meine. Na gut. Gehen wir erstmal hier raus. Jetzt müssen wir ja erstmal lebend hier rauskommen. Was denn? Hier war es, glaube ich. So, hat das, oder? Ja. So, dann müssten doch jetzt diese Dinger wieder kommen, oder? Nee, wir sind hier komplett falsch irgendwie. Halt mal, war da nicht noch ja, da war die geheime Wand. Okay, das meinte ich. Das gefällt mir jetzt nicht, dass unser Gefährte hier gestorben ist. Deswegen meinte ich erstmal lebend hier wieder rauskommen. So, speichern wir nochmal. Okay, ein bisschen was hat er abgekriegt, aber jetzt auch nicht zu viel. Na gut, dann geht's hier wieder runter, hier wieder hin, hier wieder hoch. Haben wir wieder ein paar Gegner? Nein, diesmal zufälligerweise nicht. Und hier geht's auch wieder hoch. Sehr schön. Das heißt, wir sind fast wieder am Ausgang. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Das war jetzt sozusagen der schnelle Weg, ohne alles zu erkunden, aber mehr gab es auch, glaube ich, nicht wirklich. Vielleicht noch die ein oder andere Gegner, aber das war's dann auch schon. Naja, jetzt müssen wir erstmal da wieder rauskommen. Oi. Dupré, ich hoffe, du... Dupré, kann man da nicht irgendwie sagen, du sollst fliehen oder so? Einfach damit du irgendwie nicht, ja genau, du hältst dich aus den Kämpfen raus, das ist gut. Nicht, dass du uns hier noch wegstirbst, das wäre nämlich nicht gut. So, jetzt müssen wir hier wieder durchkommen. Au. Eieiei, huiuiui. Puh. Geschafft. War ja auch nicht selbstverständlich, dass wir hier durchkommen. Ja, wir gehen tatsächlich nochmal zu Sutek und der soll uns nochmal heilen. Hier gab es, glaube ich, keine großen gefährlichen Kämpfe oder beziehungsweise Fallen mehr. Ich glaube, hier müsste eigentlich alles in Ordnung sein. Ach ja, bis auf natürlich diese kleinen Kämpfe hier.
von diesen komischen, keine Ahnung, was das genau sind. Steht das eigentlich dran? Naga natürlich. So. Aber das Geld nehmen wir natürlich mit. Ich meine, das kann man gut gebrauchen. Achso, ja, genau. Mist. Mist, 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 Mist. So wollte ich das natürlich nicht. Zack, zack, zack. Wie viel haben wir da jetzt? Da fehlen noch 6 Goldmünzen. Die machen wir jetzt wieder voll, dass wir ein volles Ding haben. Und die paar Dinger hier, die 4, kommen auch natürlich noch mit. So, gut. Weiter geht's. Zurück zu Sutek. Dann kann er uns vielleicht auch noch den Ring nochmal identifizieren. Wobei wir wissen ja schon, was das für ein Ring ist. Aber ja, schauen wir mal. Und vor allem soll er uns heilen. Sutek, wo bist du? Da bist du. Okay, dann setzen wir uns halt mal hin. Information. Strange Items. Den Ring haben wir jetzt noch gefunden. Ja, ja, da sagt das ja, cast spells without reagents. Also ohne Reagenzien. Und das ist sehr, sehr gut. Das ist eins der wichtigsten oder heftigsten oder besten Dings, Artefakte, Gegenstände, die wir haben können. So, dann nichts mehr. Dann hier nichts mehr heilen. Und zwar bitte nochmal mich, Shamino. Eigentlich kann er sogar alle heilen. Ein Glück, dass der auch kein Geld dafür verlangt. Das finde ich ja doch gar nicht mal so schlecht. So, es fehlt uns noch einer dieser Orbs. Dann haben wir 4 Stück zusammen. Und dieses letzte Area sozusagen. Dann ist unsere Mission hier auch fast schon erfüllt. Das müsste irgendwann kommen, schätze ich mal. Oder nicht? Das ist im Norden und... Ah ja, da haben wir die dritte dieser Schwestern, aber... Da wir jetzt halt schon 18 Minuten drauf haben und ich nicht weiß, das Gespräch wird wahrscheinlich länger dauern als 2 Minuten, nehme ich mal an, machen wir hier Schluss und in der nächsten Folge weiter. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!